Endlich ist es soweit. Alexander und Lars auf dem Weg zu einem ganz besonderen Ereignis. Monatelang haben die beiden Schüler des Justus-Knecht-Gymnasiums Bruchsal sich darauf vorbereitet. Ein Funkkontakt mit der internationalen Raumstation ISS. Meine Hauptaufgabe ist beim Funkkontakt, ich bin sozusagen der First Operator. Ich bin der, der die glorreiche Aufgabe hat, 5 Minuten ins Mikrofon zu schreien und zu hoffen, dass der Astronaut antwortet. Here is Delta November 1, Julie Kilgolf calling Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra. Do you copy? Over. Sobald ich dann die Antwort kriege, mache ich auch die Begrüßung und stelle auch die erste Frage. Und dann bin ich auch der, der sozusagen den Kontakt leitet. Ich habe das Glück, dass ich auch selber mit den Leuten, also mit Jeffrey Williams funken darf, also dem Astronauten auf der ISS. Ich werde unter anderem eine Frage stellen und die dann auch am Ende verabschieden. Entstanden ist das Projekt im Rahmen der baden-württembergischen Heimattage 2015. Den Grundstein legten die Amateurfunker des DARC Bruchsal. Wir hatten uns überlegt, wie wir jungen Menschen Technik und Naturwissenschaften näher bringen könnten und haben uns überlegt, was könnte ein praktisches Projekt sein. Wir haben jetzt mal eine Auftaktveranstaltung in der Aula gemacht, um sozusagen ja, Schüler zu rekrutieren für diese AG, um zu begeistern. 10 Schüler starteten die AG. Weitere stoßen bald dazu. Das erste Projekt, einen Antrag für einen Funkkontakt an die NASA stellen. Nur 10 solcher Termine werden pro Jahr nach Europa vergeben. Unser Pech war, dass auf der Raumstation so viele Schwierigkeiten aufgetreten sind, dass die NASA uns eben nicht im letzten Jahr diesen Termin geben konnte, sondern erst in diesem Jahr. Das hat aber am Enthusiasmus nichts geändert. Wir haben es natürlich trotzdem gemacht. Die lange Wartezeit muss natürlich irgendwie überbrückt werden. Geräte löten, Stratosphärenballons starten lassen, Sender und Empfänger zusammenbasteln. Es gibt viele Projekte. Wir haben einen Lizenzkurs hier in der Schule gemacht, wo dann ungefähr über ein Jahr lang die Schüler alles das gelernt haben, was man in einer Prüfung bei der Bundesnetzagentur wissen muss, um eine Lizenz zu erwerben. Die Schule hat es insofern gefördert, als sie gesagt hat, wenn diese Lizenz gemacht wird, dann ersparen sich die Schüler eine mündliche Prüfung. Funklizenz statt mündlicher Abiturprüfung. Kein schlechter Tausch. Immer im Vordergrund steht jedoch der Spaß am Funken. Die Schülerinnen und Schüler haben das mit Begeisterung gemacht. Das ist wirklich ganz toll. Und vor allen Dingen auch die Lernbegleiter der Amateurfunker hier, die haben es verstanden, unsere Schülerinnen und Schüler zu motivieren. Alexander und Lars sind jetzt Amateurfunker, ausgestattet mit Lizenz und eigenem Rufzeichen. Ich fand es dann halt faszinierend, so mit Funkgeräten umzugehen, diesen Anzeigen und auch einfach mal da zu sitzen und zu lauschen, versuchen, so ein leises Signal zu kriegen. Das ist irgendwie auch so ein Anreiz, so ein Ansporn, wenn man es dann gekriegt hat, dann einen Funkkontakt hergestellt hat. Das ist dann so eine erbrachte Leistung. Am Amateurfunk selbst fasziniert mich einfach, dass man mit so ja, teilweise wirklich einfacher und eben schnell zusammengebastelter Technik auf einmal ja, Strecken überbrücken kann, die ja enorm sind. Und das ist natürlich dann ein super cooles Gefühl, wenn man merkt, dass man mit selbstgebauten Geräten, was ich mir hier gerade zusammengelötet habe irgendwie, dass ich da bis Schottland komme oder vielleicht sogar zur internationalen Raumstation. 400 Kilometer über der Erde fliegt die ISS und ein Funkkontakt ist nur für einen kurzen Zeitraum möglich. Technisch aufwendig ist der Kontakt nicht. Trotzdem muss alles passen. Es gibt keinen zweiten Versuch. Die ISS umkreist etwa alle 90 Minuten die Erde. Von diesen 90 Minuten ist der Großteil, ist die ISS aus unserer Sicht hinter der Erde. Also wir können sie dort nicht erreichen. Und für knapp 10 Minuten fliegt sie dann, wenn die Umlaufbahn passend ist, gut ist, über uns hinweg. Und in diesen 10 Minuten richten wir eine Richtantenne auf diese ISS auf. Technisch aufwendig ist das an sich nicht, aber wir wollen ja mit einem Astronauten sprechen. Und deswegen erwartet man von uns auch, dass wir entsprechend hohen technischen Aufwand treiben, dass dieser Funkkontakt auch zustande kommt. Ein 28 Meter hoher Funkmast steht auf dem Schulhof. Damit soll es gelingen. Nichts soll schiefgehen. Jetzt fiebern alle dem großen Tag entgegen. Jetzt haben wir 2,5 Jahre darauf hingearbeitet, gewartet und ja, jetzt ist bald soweit.
Was mir so daran gefällt in diesem Funkkontakt ist, dass es ist sozusagen ein Privileg, so einen Meilenstein im Leben, als sagen zu können, dass man mit der Raumstation gefunkt hat. Das kann nicht jeder von sich behaupten. 1. Juli 2016. Um 10.31 Uhr soll der Funkkontakt mit der ISS beginnen. 20 Fragen haben die Schüler vorbereitet. Aber erstmal muss überhaupt eine Antwort kommen. Gespannte Stimmung in der vollbesetzten Aula. Schulleitung, Oberbürgermeisterin, der DARC-Ortsverband, Schüler, alle bereiten sich mit Vorträgen auf das Ereignis vor. Die Anspannung steigt. Wird es gelingen? Wird Astronaut Jeffrey Williams antworten? Die Nerven liegen blank. Dann beginnt Alexander, die ISS anzufunken. Hier ist Delta November 1, Julie Kilgolf, calling Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra. Do you copy? Over. Hier ist Delta November 1, Julie Kilgolf, calling Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra. Do you copy? Over. Endlos lange Minuten vergehen. Außer einem Rauschen ist nichts zu hören. Doch plötzlich. Do you copy? Over. Hello, Jeff. You're welcomed by the students and teachers of the Justus Knecht High School. Здравствуйте, Джефф. Вас приветствуют школьники и ученики Justus Knecht гимназии. Alexander, 17. Is the space debris a threat for the ISS? Over. Of course, space debris is a threat to the ISS. Small particles were protected by the shielding on the outside. Larger objects are tracked by the ground, and we occasionally do a maneuver to avoid them. Over. Lars, 18. What do you do with the time saved due to time dilatation? Es funktioniert. Der Astronaut Jeffrey Williams antwortet. Nach und nach schießen Fragen und Antworten von der Erde ins All und wieder zurück. Okay, Jeff, thank you very much for answering all our questions. So this is your applause. OR4ISS DN1 JKG, over. Thank you very much. It was great talking to you today. I'm glad we got a good connection. You had some great questions, and I wish you all the best in your future. This is Oscar Romeo 4, India Sierra Sierra, the International Space Station. Over. OR4ISS DN1 JKG, out. Ein erfolgreicher Funkkontakt. Alle 20 Fragen konnten gestellt werden. Lange Vorbereitungen und präzise Planungen haben sich letztendlich ausgezahlt. Unglaublich, würde ich sagen. Also es war am Anfang echt Spannung da. Klappt's oder wie gut versteht man ihn? Es hat einwandfrei funktioniert. Der Funkkontakt stand, der war super, super Signal, also wir sind glücklich. Ich kann nur sagen, ich bin absolut stolz auf unsere Schüler, wie die das gemacht haben, auf das ganze Team, wie sie zusammengearbeitet haben, und bin total zufrieden, wie es insgesamt gelaufen ist. In 2,5 Jahren war das natürlich ein absolutes Highlight nach der ganzen Vorbereitung, den Astronauten hier in derart guter Qualität hören zu können. Super. Ein ganz besonderes Erlebnis für alle, die dabei waren. Ein Funkkontakt mit der ISS, das passiert nicht alle Tage.